Eins. Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Partie NNO heute gegen die Eintracht Frankfurt, den Zweitplatzierten aus der Liga. Wir spielen scheiße zurzeit, aber wir werden unser Bestes geben. Der Draft beginnt gleich. Schaut euch alle Perspektiven an, sie sind zu finden auf diesen wunderschönen YouTube-Channels. Und lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, subscribed. Viel Spaß bei den Games. Mann, fast. Den ne? Anfang fast und das Ende habe ich sehr gefühlt. Dann kam der Mittelteil mit dem, wir sind sehr scheiße. Ne? Ja, man muss ein bisschen die Erwartungen niedrig halten. Dann kriegen wir nicht so viel Flame ab. Ich bin 0-10 auf Kaiser gegangen und ich hatte sehr supportive Kommentare. Ich muss sagen, dein, nee, also das sah nicht so cool auf aus. Auf meinem Video, to be honest. Ne? Ich habe da schon gewisse Stimmungsschwankungen bei deinem also so im Stream und so schon gesehen. Mal schnell, damit wir Confidence zeigen. Mhm. Sind gut vorbereitet, das ist noch eine Gegner. Wir müssen aus dem Prime League Channel rausgehen, vergiss das nicht. What? Wait, what? Oh, was? Wir wollten den doch picken. Die wissen immer alles, ey, ist crazy. Sicher, dass man uns nicht immer jemand aussieht, wenn am Anfang Stream. Ja, ist echt so. Es sind jedes Mal. Woher wissen die denn das? Wir haben noch nie Akshan gespielt, oder? Oh, ich habe gerade eine PayPal-Donation bekommen. Oi, ist groß, wenn ich sitze, oder wie viel? Vielleicht denken sie, wir wollen unbedingt AD Mitte spielen, damit ich AP Jungle spielen kann. Ja, wollen wir ja auch. Ja, genau. Das ist ja deren Strategie jetzt. Dann müssen sie jetzt Kha'Zix Jarvan bannen, damit das Sinn ergibt, nur? Ja, genau. Ja, das ist schmeißt. Die werden gewinnen. Dann haben wir diese. Wir kriegen Jinx, probably. Und wie ist das heißt, wir werden jetzt Xin Zhao, ne? Ja, Xin Zhao. Würde in unserer Preparation Sinn ergeben. Xin Zhao. Ich hab so ein chinesisches Tutorial angeschaut, aber ich weiß, wie man den ausspricht. Xin Zhao. Die Frage ist, Ciao. Bei Ender wollen wir jetzt schon noch, ne, Leute? Aber also brauchen wir auf jeden Fall AD-Picks. Ja, wir wollen, ich glaube, wir nehmen trotzdem Diana. Ja, wir wollen ja auch den Jonathan ihm wegpicken dann. Damit ja. Die nicht Diana Yasuo picken können auch. Das Problem ist, die könnten halt jetzt Jarvan gehen. Also, hat Jarvan wie ist das Matchup für dich? Es ist even. Okay. Die bin einfach nichts. Wow. Okay, weiter. Ja, das ist ein bisschen zu disrespectful. Also, wir können auch Yasuo noch gehen jetzt. Ne? Na, entweder wir gehen Jinx oder Diana. Wir gehen jetzt erstmal Diana. Ja. Das heißt, wir nehmen den Jinx Lulu, ne? Ja. Alle happy damit? Wir haben Antworten auch. Ich glaube aber. Wir haben Antworten. Ja. Okay. Das ist alles, was ich hören möchte. Diana Jhin ist so fucking hart zu spielen für Jinx. Ja. Also, wir müssen bloß Antwort haben, weil das ist halt immer eine gute Win-Condition. Ne? Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die Jinx Lulu spielen, to be honest. Jaren Jungle ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt und ich mag das. Ich mag er wird Jarvan gehen. Also, ziemlich sicher. 90% Win mit den 10 Games, yep, makes sense. Ich sag Jinx Jarvan. Makes sense. Wäre eine gute Rotation, ja. Och nee. Das heißt, wir kriegen Jinx. Sag mal, spielt denn jeder Serie, müssen wir die auch bannen anfangen? Bis jetzt war sie immer sehr anstrengend. Mal gucken, wie die performt. Ja, das war bis jetzt halt wirklich immer, also wirklich unplayable, ne? Wie viel Games haben wir gemacht? Eins, oder? Gegen zwei, ne? Es war vielleicht ist das ein Solo-Key, aber auf jeden Fall das letzte Mal, das war schon, da machst du halt nichts mehr, ne? Ja, Hertha war natürlich scheiße. Ja, da haben wir den Popo richtig aufgemacht. Entschuldigung? Sorry. But Jace? Ja, das ist Jace Toplane. Also zu 90%, der hat, glaube ich, drei Games Competitive Jace Top gespielt bis jetzt. Was ich habe so Bock auf Tryndam, ja. Also ja, tatsächlich, Jinx dreimal. Toplane, oder? Oder wir wollen. Das ist ein Flex Jace. Glaube ich, spielt Jace 100%. Okay, scheiße. Dann müssen wir warten, oder nicht? Aber ich glaube, nah ist wir schon. Wir können okay, trotzdem immer noch nah picken. Wir können easy nah picken. Ist nah gegen Jace, bist du sicher? Ja, bin ich mir sicher. Okay. Ich habe jetzt mal drauf geachtet. In der LCS picken sie Jace into Gnar, ne? Ja, aber das ist immer noch EU Jace. Aber das ist auch. Ach so, LCS wäre auch NA. Wir können auch hier Support. Okay, jetzt müssen wir nachpicken, sonst werden die den. Ja, mach ja. Aber I guess, wir haben kein Problem, wenn Lulu gebannt wird, oder? Wir hätten hier halt auch Irelia oder oder Trindam spielen können, ne? Na, nicht wirklich. Okay. Wir können es nicht bis zum Ende flexen. Und die schon. Doch, wir können Irelia können wir flexen. Ja, aber nicht bis zum Ende, weil die Last Pick haben. Okay, Freddy, das wird wahrscheinlich ein Jarvan-Pick. Also, überleg mal, welche Mitglieder du haben möchtest. Nur wollen wir AP oder AD Mitte? Beides geht. Oh mein Gott, wir können Jarvan bannen. Zwei Jungle Bans. Okay, das ist actually sehr entspannt. Ich weiß aber nicht mehr, also ich weiß nicht, welchen Jungle er noch spielen sollte. Aber wir haben doch. Lass mal kurz Zeit. Nee, Graves ist wirklich garbage gegen uns. Also okay. Wirklich bad.
Ja, vor allem, wenn ich Braum spielen will, dagegen kannst du auch kein Griff spielen. Ich glaube nicht, dass du Braum spielst. Oh. Ich schau mal kurz, ob ich irgendwas finde. Also ich meine, es könnte Poppy sein, aber ich weiß nicht, ob ich das bannen möchte. Das hört sich eher nach einem Freebin an. Hm. Was doch, mach Poppy raus, der hat Poppy ja schon gespielt. Erst schauen. Was ja. ist mit sowas wie Katos? Aber lass mal kurz chillen. Ja, Katos könnte okay sein. Weil die brauchen auch eher AP, oder? Ja. Wo passt aber Jarvan in dein Combo? Was macht Katos für die? Katos oder Jarvan? Wir können auch noch Soraka picken, ne? Ich meine Katos, was macht Katos für sie? Ja, er hat AP einfach. Ist einfach wir bannen auf jeden Fall Jarvan, ne? Also ja, der ist ja einfach, ich habe einfach einen Jungler genannt, den er spielt, der AP ist und der den Killspeed matchen kann, basically. Ja. Aber vielleicht auch Volibear, also sowas wäre auch gut für die. Ich glaube Volibear. Volibear ist ein Ban, oder? Für uns. Volibear ist guter Ban. Gefällt uns nichts an. Ich würde auch Volibear. Also ich würde ehrlich für die Games drauf, genauso wie die Games auf Kardos wie auf Volibear 5 Stück. Aber wenn der müsste ja Kardos auf der 4 picken, oder? Und wenn der Kardos pickt, können wir doch einfach Soraka picken. Ja, wenn Soraka vielleicht fein ist. Ach scheiße, die haben meine beiden Optionen gebannt. Ja, Soraka ist anstrengend in Leona, aber es ist machbar. Also, was bann ich hier, Voli? Du bannst Voli, ja. Das ist die Frage, was wollen wir Mitte spielen? Können Z spielen, wenn wir A die Quelle wollen? Einfach konsequent 5 Jungle. Ja. Also Z sieht nicht schlecht aus. Wer kann halt MOZ wahrscheinlich blinden, ne? Also die werden halt Z blind, weil sie aber nicht gut ist. Aber Z ist relativ schwierig zu countern, ne? Oh, wenn du confident drauf bist, bitte. Aber wir sind jetzt erstmal am Pick. Also und wir können auch theoretisch, Ahri können wir theoretisch auch nehmen. Oh, Ahri hat sich ziemlich gut an. Also weil dann haben wir ein bisschen mehr Pressure und dann können wir vielleicht dafür sorgen, dass Volki und Arguin scalen können. Oh, really? Last picken Jungle. Okay, das ist jetzt allerdings, da sollten wir keine Ahri picken, oder? Sollten wir wahrscheinlich Cassio picken? Oder Syndra oder Ori? Ich würde sagen, wir nehmen Cassio. Cassio wird am wenigsten fühlen, muss ich zugeben, aber... Gib mir Cassio. Geil. Ich hätte mir Anivia spielen sollen. Und jetzt entweder Braum oder Soraka, ne? Ich würde Soraka fühlen. Ich würde ehrlich gesagt lieber Braum spielen, weil ich auf dem way more confident bin. Bin ich der Einzige, der Nautilus hart fühlt? Nee. Von TCC gegen Ciri? Das ist halt... Auch weiterer Engage into Dryads und Jace. Easy Hookbar. No Disengage. Gut, ja. Pick up, du möchtest gar nicht. Müsst ihr entscheiden, ob ich jetzt hart beeinflusst, ja. aber... Nee, ich will Braum. Braum ist einfach tausendmal Leute, du bist ja so dumm. Rede nicht. Du darfst wieder reden, wenn du am Tag davor keine 10 Tore gefahren hast. Am Spieltag. Wir müssen sehr aufpassen, wenn Ciri stark ist, haben wir legit nichts für sie, ne? Also ja. Wir müssen rein. Cassia ist pretty good. Ja, also die ist am Griefen. Die ist außerhalb der Reichweite für dich die ganze Zeit. Okay, ja, aber also wenn ich hier erwische, dann kommst du nicht mehr weg. Wenn er Intent stirbt, ja, true. Ja, das ist genau. Das ist immer eine gute Win-Condition. wir haben ordentlich okay, Zoning und wir haben Point DN mit Diana, ne? Das ist fein. Olaf war doch pretty bad against Braum, no? Oder war das? Geht. Ist nicht so schlecht. Geht. Aber also ist es, glaube ich, ziemlich schlecht gegen Cassio. Olaf ist sehr schlecht gegen Cassio. Brücke, was hast du für einen Summoner? Und ich glaube auch nicht, dass es gut gegen Diana ist. Ich glaube, also insgesamt würde ich jetzt mal sagen, haben wir den Draft gewonnen. Kennst nehmen, ne? Das ist halt schade, aber vom Gefühl. Aber wir müssen also. Ich werde mir gerade 100 Mal. Ja, weil irgendwer nicht trade mit mir, I don't know. Hä? Ich habe meine Cassio. Danke. Ich habe einfach nur gesehen, ich kriege eine Anfrage und habe angenommen, deswegen. Ich hab auch wir müssen sehr aufpassen, die wollen mich diven. Also wenn die mich nicht dreimal diven auf irgendeiner Wave mit Jace, Olaf, Rice, dann haben die geintet. Ich brauche Hilfe auf jeden Fall. Ja, du brauchst dringend Hilfe. Also ich brauche legit. Ja, legit. Das ist really hard to play, wenn die gut spielen. Ja, das also, what das the war Herz, aber es war auch ernst gemeint, ja. Ich werde gucken, dass ich Mitte Priority kriege. Und dann also mein Dream-Szenario wäre quasi, ich dafür fighten, damit er keine Wave stackt, aber dann verliere ich HP. Also, wie sieht unser Level 1 aus, Leute? Olaf. Viel schlechter als Olaf. Olaf. Ja. Wir haben Braum. Ja. Die haben Olaf. Wir können es probieren, aber, wenn ihr wollt. Aber Braum, was will denn der Olaf machen? Ja. Gegen meine Passive. 5-Stack ist true. 5-Stack gewinnen wir. Aber halt, ich dachte, du meinst Late and Bait. Ich würde, ehrlich gesagt, sehr gerne jetzt mal Level 1 rausfinden, wo der Jungle anfängt. Weil das ist immer unser größtes Problem gewesen bisher. Okay, also die werden halt wahrscheinlich dem Ryze im Early irgendwie mit Olaf Priority kriegen. Und dann werden sie top-diven. Ne? Können wir das irgendwie verhindern? Ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen hier hin. Warden dahin. Einer kann vielleicht Botlink covern hier. Ja, I mean, das ist keine Useless, wenn sie die Ward einfach clearen, ist das really useless. Check mal, ob eure Settings wieder refreshed wurden. Da hast du vollkommen recht. Also das geht ja, wenn die uns nicht sehen, basically. Wir können gucken, ob wir jemanden finden und töten können oder so, aber... Soll ich unten Warden? Ich bin relativ schwach, Level 1. Nee, es geht, also das Ding ist, wir müssen dann rausfinden, wo der Olaf startet. Darum geht's.
Ich glaube, das ist nicht so wichtig, nur also der wird mich eh, wenn die nicht Level 3 Top-Lane diven. Das ist schon sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist ein No-Brainer für Dino. Aber okay. Okay. Ich meine, die können ja auch Bot trafen und sagen. Ich glaube, er könnte uns late invaden mit Jace Olaf, die sind super OP Level 1 auf Topside. Das stimmt, ja. Das könnten sie auch machen. Aber da freut sich am meisten. Schon einige Male gemacht. Also 5 Mann da oben zu Chickens. Ja, 5 Mann zu Chickens und vielleicht können wir kurz im Pixie warten. Wenn die zu uns kommen, können wir sie töten. Und wenn nicht, dann können wir vielleicht einen späteren Deep Bot platzieren. Mhm. Der dann vielleicht nicht geklärt wird, aber dafür müssen wir halt gucken. NNO Invade, ey. Ich noch leben darf. I mean, wir haben mit Braum können wir nicht verlieren, Level 1. Okay. Will jemand anderes warden? Dann würde ich direkt einen Sweep holen, falls die für irgendeinen Ward gehen. Wo warden wir denn hin? Case. Da vor Chickens. Der Pixelbusch wäre es gewesen, ja. Achso, wir laufen zu Pixie, gucken, ob die da sind. Wenn nicht, können wir einen Deep Bot platzieren. Gute. Weil die könnten uns ja auch schon irgendwie versuchen zu invaden. Ihr seht, also, falls wir sehen, dass sie early late invaden, wollen wir Kani oben haben oder ist es zu bad? Also wollen wir jetzt contesten mit Kani oder eher sagen wir nee? Ich glaube, wenn wir Mapsplit kriegen, ist okay, oder? Was meinst du? Also ich wäre happy damit, wenn ich bin Botlane fein, wenn ihr Kani braucht im Early, also wenn ihr Level 1 Kani wollt, dann könnt ihr ihn haben. Also die Chance, dass ich dreimal da werde, wenn die Topside invaden, ist eigentlich geringer, wenn die Level 1 invaden. Wenn sie als Zweiscap invaden, dann ist härter. Okay. Dann sag ich let's take Kani. Tatsächlich. Es ist genug Kani für alle da. Na, ist schon nicht so bei Level 1, ne? Na, ist okay, aber ich hab die Shit, also ich bin weit schwächer als Jace. Also ich kann mit W anfangen, wenn die... Aber Na ist halt nice, um meine Passive zu procken. Ja. Leute, ich hab nur Autotext, ne? Ich bin... Ja, aber... Kann man mal eben wiederholen, bitte? Wir laufen zu Menge Pixie. Info, ja. Wir laufen zu Pixie, wenn wir jemanden sehen, fighten wir auf Course und wenn nicht, dann wollen wir Deep Bot platzieren. Gut. Noch Christian Debusche checken mit Dingens. Ich kann online checken. Ja, ist gut. Ich glaube nicht, dass wir die Block platzieren sollten. Okay. Doch, ich mach's. So, und ich bleibe jetzt bei euch, right? Nee, wir sollen jetzt erstmal unsere Botzeit reinraden. Wie viel habt ihr gesehen von uns? Alles. Alle. Alle? Ja, gut, das ist ja scheiße. Alle, nackt in Flaranti. Das heißt, Brücki? Okay, wir müssen kurz auf Brücki warten, dann lauf hier unten lang. Das gefällt mir jetzt eh. Das wird ein heftiger Banger. Ich werde mit Q-Face checken. Der nächste Busch ist meiner. Okay. Ich hab. Jetzt alle da. Nein, ist keiner da jetzt. Ich muss zurück top, doch. Mhm. Ich sag's wie es ist, ne? Wenn die jetzt hier sind, ich nehm Blastkill und mich tot. Aber Hier sind, bin ich tot. Oder wenn die da sind und jetzt gleich kommen. Ich hope for the best. Das werde ich checken. Ja, da sind wir nicht. Also, ich könnte trotzdem von dir kommen, ne? Ich glaube, wir sollten in Richtung. Maybe. Ja, lass nach oben. Bitte push direkt. Ich hab hier mal einen defensiven Ward. Will mein Garde nicht procken. Lass mal lieber außen rumgehen. Ich hab da. Weil der Olaf uns Trap Level 1, oder? Er fängt einfach am Blue an, by the way. Ganz normal, oder? Ja, vielleicht in unserem dann sein, wer weiß. Der ist jedenfalls nicht in Lane. Könnten unseren Blue. Okay, die standen hier unten, die Botlane hat nichts gemacht. Die hatten einen Sweeper gestartet. Ja, der ist unser Blue, oder? Jace kam sehr spät, könnte unser Blue gewesen sein, ja. Das heißt, die sind von oben rein bei uns, oder was? Nee, oben rein nicht, einfach late in Wächter, aber ich hab Blaskan schon genommen. Also er war ein bisschen später, ein paar Sekunden. Einfach Early Warden gehen, honestly. Ich hab Pry oben, ist aktuell kein Slowpush, der mich diven könnte. Wir haben actually auch Pry unten, das ist genial. Ja, die geben weg. aber. Wir gehen trotzdem hier rein. Okay, gut. Der hat dich gespottet gerade? Soll ich die vor dir setzen oder willst du jetzt sofort sowieso invaden? Ich würde das jetzt direkt machen. Dann warte ich actually hier. Also, ihr könnt auch schon mal anfangen für mich, wenn ihr wollt. Ich werde auch versuchen, Priority Mitte zu holen. Ja, die kommen. Fokus irgendjemand? Ich hab noch 6 Sekunden Cooldown auf meine Q. Komm mal, schau. Das zurück zum Blue, Das ist terrible. Ich hab mein Ege nicht bekommen. Ja, der Olaf ist da. Olaf ist da. Oder ihr kriegt neue Prime, dann können wir es nochmal machen, aber. Ich hab einen Stack für den Cannon Minion. Also, actually können wir nochmal Prio holen. Ich Raptor nehmen. Okay. Nee, ich geh Raptor nehmen. Okay. Alles gut. Kommt der Olaf hoch oder nicht? Also, ja, aufpassen, der könnte hier sein, ne? Mhm.
Ich würde halt eigentlich super gern weitermachen. Ich habe keine Prior, definitiv. Ah. Jace, ich habe immer noch Prior. Jace geht jetzt schon defensiv. Loki, Loki. Immer erstmal die Golems. Ich glaube, rechnet mit dir. Oh, yes, okay. Jace wird First Move haben, ne? Wenn Freddy kommen kann, ist es wegen der Welt, oder? Aber ich glaube, wir verlieren, ne? No? Ich kann moven, aber ist nicht gut. Ich glaube, wir verlieren, actually. Okay. Weil Jace kann immer erst moven, ja, oder? Ich gebe hier Bock gerade. Haben wir viel verloren bei den Traitors? Das geht. Ich bin nicht fucked, aber ist okay. War schon nicht schlecht von ihm. Ja, war guter. Komm, ruhig gesagt, das ist okay für uns. Also, ich bin happy, dass nicht gedived wurde. Ja, durch die Shenanigans haben wir eine Menge Druck weggenommen vom Olaf Early. Die Botlane ist in den Jungle von denen gemoved, die wurden hier wahrscheinlich. Also, Freddy, wenn du hier ein Wort hast und er mich nicht Topside reinvaden kann, dann ist das alles, also ist alles lieber. Dann gehe ich Topline jetzt kurz holen. Hier, in dem Busch? Eine Freebase nehmen hier. Alle Entwürfe dann gewordet. Ja, ich glaube, wenn Olaf Buckcamps hat, ist im Early Game und wir dafür nicht sterben irgendwo, sind wir schon super happy. Ja, letzte Woche zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Leona fehlt, Leona kann roam. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Base geht und ich bin ein paar Sekunden vor ihr. Ja. Mit der TP für Pressure. Der wird jetzt auch Pressure haben, erstmal. Aber die Leona könnte jetzt auch gleich hier so langlaufen, ne? Ich schau mal, ob ich sie schon spotte. Wir haben unten einen Freeze hier, theoretisch. Aber du passt nach oben. Olaf ist hier, wir haben Olaf hier gespottet. Gut, dann gehe ich wieder nach unten. Ich denke nicht, dass sie. Bist du den Dragon Pink? Okay. Oder ist er Egon? Denk dran, dass die. Also der Mitte hat jetzt Priority für eine Wave. Ich muss jetzt resetten, ja. Ja, das ist. Die machen Drake. Wir können Drake, glaube ich, nehmen. Ja. Schön gemacht oben, Tolkien, dass du überlebt. Ja, ich war ein bisschen wie die Wave auspushen zu wollen. Ja, aber wenigstens überlebt. Ja. Good shit, good shit. In der Theorie könnte ich das da wieder nehmen. Ja, die haben den Drake hier. Die fangen an early. Backstacking. Oh. Mitte TP ist bei 5 Minuten verwendet. Mitte TP bei 5 Minuten verwendet. Ich würde sehr gerne die Gegner auf Zorn nehmen, weil ich glaube, die sind komplett free. Die Leona könnte jetzt halt. Der Rice ist gerade hier, der Rice gerade hier schon rein. Jason muss sowieso noch nicht Topside sein. Ja, okay, er covert das. Alles gut, danke ich Base. Die Leona könnte halt gerade wieder irgendwo sein. Nicht, vielleicht macht sie sich ready zum Ulten oder so. Der Olaf geht jetzt, also hat jetzt das gemacht, geht jetzt hier hin und jetzt wird er gleich zur Ringens gehen. Den Raptoren. Wollen wir vielleicht hier trappen? Okay. Ich hab Priority, ja. Ich werde mir gerne sein. Irgendwo gewordet oben. Topseite. Ich hab hier oben irgendwo. Also ich hab bestimmt da irgendwo gewordet. Ich hab Priority und ich bin mir. Muss ich noch eine pushen, ja, ne? Ja. Leona Spot. Ich werde durchfliegen. Bei den Golems könnte er auch sein, Tolkien. Ja, ich bin mehr genannt. Die haben keine Chance gerade. Für 15 Sekunden bin ich stark. Aber er kann nicht unten sein, oder? Ziemlich sicher nicht. Ziemlich sicher. Ich check hier noch kurz den Busch. So, hier ist ein Pinkwort. Ja, mein. Nimm. Move. Haben wir. Gut, ja, Job. Richtig nice getimed, auch mit mir genau und gut gecallt, Mann. Holy fuck. Können wir easy abusen. Vorsicht, der Rice kommt hier. Rice kommt hier. Keine Ulti. Wir sind komplett raus. Also ich bin raus. Ich weiß nicht, Tolkien, ob du rennen musst. Ich bin komplett fein. Ich hab zwar kein Flash mehr, aber I don't care. Ich hab Ninja Tabi. Ich bin nicht antastbar. Tok. Wie Pots hast du, Kani? Okay. Eine noch. Wir müssen extrem aufpassen, wenn wir da einen Combat Summoner weniger haben. Also ich glaube Level 6. Olaf wird jetzt ziemlich sicher aus der Baseballlane gehen, by the way. Ja. Game. Lass uns pushen. Ja. Wird die Raptoren ab von ihm? Nein, alles down. Er hat nichts zu tun. Also er wird maybe sogar Botlane. Was mit deiner Botzeit? Kann er die invaden? Genau, das könnte er tun. Ich habe kein Wort. 18. Also er wird entweder Botlane gehen oder Botlane invaden kommen. Wir respekten, ne? Also wenn er nichts zu tun hat, dann könnt ihr also warden oder halt gucken, ob der. Ich habe kein Wort mehr gerade. Okay, Olaf ist mit. Ich komme auch. Komm mal. Nice. Soll ich noch kommen oder ich gehe wieder? Ja, komm mal. Okay. Nein, das ist nicht gefallen. Brücke, du bist. Ja, stimmt. Ich kann nicht. Brücke wird gedived. Okay, ja, alles gut. Der Olaf hat tatsächlich jetzt erstmal nichts zu tun. Actually, er könnte meine Tops. Aber actually, Ich hab den Cannon. Der hat einfach doch nochmal gewinnt. Bot den fehlt. Serie 6. Ich glaube, die swappen einfach Pirate, oder nicht? Ja. Also, ja. Der ist schon da. Oder den Velden Agro, kann auch sein, oder? Nee, der ist schon da. Die Botlane ist weg, ne? Ja. Geben wir ab, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen, ne, jetzt. Also ich bin mir früh genug verschoben. Können wir eine Platte Bot trappen? Der Olaf hat keine Ult, oder? Ja, der hat keine Ult. Jace ist low on Mana und ich habe gleich wieder Ult. Okay. Kann maybe also wenn, die jetzt noch nicht drauf sind, wenn das Ding noch nicht tot ist, aber der hovert schon, der Jace. In 10 Sekunden down sein. Ja, dann ist unplayable. Die Leona moved wieder Botlane. Die Leona moved wieder Botlane. Auf den Jace machen stattdessen. Mhm. Na, dann ist nicht gut. Jetzt auf deinen Megana? Maybe? Also ich bin ready, aber. Wenn es gerade einen Fight finden, hat Olaf kein Ult, ne? Keep in mind.
Ich bin mega am Glück, ich bin weg, ne? Mhm. Ich warte den Jace ein bisschen. Ja, da kommt noch Mana. Wenn du den zurück zu mir holst, ist er tot. Ich lauf mal mit Lane. Die können vielleicht für mich mitgehen, ne? Ja, Leona fehlt auch. Leona fehlt auch. Ja, der ist schon hier, der ist schon hier. Die gehen für mich. Ich brauch Hilfe. Top Flash. Kann ich Flash ihn, ja, ne? Ja, 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 kannst du. Wenn du Range bist. Ich bin hinter dir, Freddy gleich. Der ist da in dem Links. Ja. Das ist okay, ist okay. Das ist not that bad. Gegen sein Flash. Die können vielleicht auf der nächsten Wave offen da einfach mich schauen, ne? Nee, Leona ist oben. Ah, da kann ich, helf ich dir nicht. Ey, du bist raus, ihr müsst raus. Ich war sowieso tot. Ja, okay, das war mal witzig. Opportunistisch, aber almost. Wann hat Olaf geflasht? Gerade eben, jetzt. Okay. Also, mein Timer. Ah, der spielt auch die Rune aber, oder? 3 Minuten von jetzt, das ist 12.30. Ah, Feier hat die Rune, ja. Mit Herald. Welchen Tür? Nein, könnt sie nicht. Nein, ich bin da. Der Leona ist wieder missing. Flash, oder? Hat Rice Flash? Rice hat Flash, ja. Klar. Okay. Was ist jetzt hier mit der Krabbe? Ich könnte für die Krabbe gehen. Aber er hat wieder Ult, also wir bräuchten Leute. Okay, dann komme ich. Wow. Ich will Feuer machen, was ist denn? Ult in 25. Was ist denn mit dem Drake in 50? Was machen wir denn damit? Ich glaube, wir können ihn one-shotten, Freddy, wenn du kommst. Rick, ich muss einfach nach oben, das ne? Das Wort. Ja, das sind zwei Worts. Ich komme mit, aber ich werde nicht in den River moven. Wir gehen für dich, der wird doch vielleicht auch dich flashen, ja? Da ist eine Leona. Terribot, wir moven. Wir sind gleich. Wenn Leben leben könnt, wäre super. Ich glaube nicht wirklich. Aber war ich schon ziemlich. Oh? Nice. Olaf kein Flash. Dann ja, ich glaube, das Flash. War sehr schön, Karni. Kannst du ihn cool? Hast du einen Q? Hat der Flash? Ja, ich kann glauben schon. Aber maybe kannst du. Ich glaube, du kannst anflashen. Ich hab keinen Flash mehr. Nee, Tag von oben. Das ich hab keinen Intent. Wir sind Überzahl. Ja, was soll ich tun? Und eine Rocket? Oh! Ist ja so hart. Das ist ja so hart. Let's go! Kannst du unten neben annehmen, Argument? Ich kann machen, ja. Alter, dass ich dann direkt töte. Dragon 5. Ja, die hat alles. Olaf hat jetzt keinen Flash Ult. Ich glaube, das ist unser Timer für Dragon. Gleich. Also, wir können es abfangen. Alter, ich hab den Leon da halt hier nicht erwartet, dass sie rüberflex. Ja. Ist ja mal über die Wand gehackslaced plötzlich. Ja. Der Jace hat noch die P-Advantage aktuell. Ich glaub, wir sollten gerade. Ich bin strong as fuck. Aber ich glaube, der Drake ist einfach weg, oder nicht? Also. Ich glaube auch, ja. Ich habe auch einen sehr schlechten Back hier. Ich glaube, der Olaf overstayed einfach gerade komplett. Ich glaube, die 24 erst. Leona hier, hinter dir. Ich bin gleich bei dir, Brücke. Da ist ja alles Leona, Alter. Die ist ganz schön sneaky. Vorsicht, Rice kann da gleich kommen, nicht auch wechseln. Das war's einfach. Ah, ich hätte die Q hitten müssen, Norbert. Wir sind fein, Leute, wir sind völlig fein. Top ist kompletter Free-Kill-Angle für eine Weile, bis er wieder Flash hat. 13-10 hast du getimt, ne? Ja. Ich glaube, er hat kein Cosmic Insight, aber... Ah, okay, das ist aber mit Cosmic Insight getimt, actually. Er hat keine Boots. Würde ausgehen, dass er Boots und Ruhe. Actually, du müsstest jetzt Boots haben dann. Hast du Wort? Ne, das ist kein Wort, ne? Ich kann das Pinkwood replacen. Ah ja, der Time Warp Tonic. Ich hab jetzt die Andres ready. Ich bin jetzt auch stark. Da ist die Languste ist hier noch, ne? Ja, ich fast bei Heilbreaker. Ich bin Turbo. Ich hab gerade eben schon bei meiner Solo-Kit, aber ich hab gemissplayt. Aber wird nur schlimmer werden für ihn. Ja, Leona hat kann jetzt gerade runterkommen. Okay. Er hat aber keine Ulti. Wir wissen schon raus. Okay, sorry. Ja, ist besser so als alles andere. Ich würde gerne Druck draufhalten auf den. Ja, ich auch. Ich hab jetzt wieder Ulti. Jetzt gerade? Die können. Zum Beispiel jetzt, ja. Jetzt gerade wäre ich da. Vorsicht, die ja, müssen Herald noch nutzen. Mitte wäre ein gutes Ziel für dich. Ich mach trotzdem den Play. Look. Die Leona ist wieder missing. Rice is missing. Kein Bot. Leona ist auch missing. Leona ist auch überall. Rice ist da oben gemoved. Wir müssen extrem aufpassen jetzt, dass die keinen Herald-Play irgendwo hinbekommen. Und 2v2 gewinnen wir, denke ich. Ja, aber die Leona ist nicht hier, das ist kein 2v2. Die Leona ist, glaube ich, gerade das Herald-Play mit ab. Okay. Aber ich weiß nicht wo. Die ist wahrscheinlich hier über die Wand, ne? Wenn die Harry Play machen würden, wäre Topline, weil Olaf Topline ist, of course. Ja, wir kriegen auch viel. Rice moved runter. Oh, ja, Rice moved jetzt runter. Okay, können wir den gemeinsam defenden? Also, wenn ich keine Info kriege, kann ich den nicht reinpushen, ne? Dann kann der immer move. Wir nehmen Golems einfach. Oder du kannst gehen, ich nehme Golems, okay? Das ist Rice, der ist auch. Ja, ich bin schon zu spät. Ich move. Leona ist hier, Leona, go Leona. Wir können halt die Xerion nicht pressen unter dem Tower, denke ich. Wenn es nur zwei Plays dort sind, sind wir happy, okay? Ah, ich recall. Ich kann nichts machen. Na gut. Okay. Ich gehe Base für Vision. Push mit und dann muss ich, drin. Dann kann ich die Leona leichter spotten. Jace wird Mitte sein, ne? Mhm. Fast wieder mega, dass er hart zu diven sein, falls sie noch da sind. Ich werde jetzt ein paar Worte zum Midlane werfen. Für die Leona spotten. Die Dings ist? Oh. Nein, wissen wir nicht. Missing. Die Leona auch. Rice soll jetzt wieder mit drauf. Ich geb dir Worte für Midlane jetzt, aber pass auf, noch kann sie hinter dir sein, theoretisch. Ja, ich geh schon aus. Yes, Rice. Rice move Mitte.
Ich habe einen guten Reset-Timer, dann habe ich die P für Drake und ich würde den Jungle Drake hat, auf. Jungle hat Flash, by the way. Hier geht der Feinmitte? Ich meine, theoretisch schon, oder? Leona ist hier bei mir. Ich kann eine mit Mitte hoppern hier, aber ich will Toplane gehen. Ja. Ich kann leider nicht wirklich pushen, wenn die immer so mit rumlaufen. Aber ist okay, wir sind völlig fein, Leute. Keep it up. Wir sind sehr gut, wir sind besser als völlig fein. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich habe zwei Level vor Jace gerade. 3 gegen 3 Mitte. Leona ist hier. Wir müssen nur den dritten Drake. Hier ist ein Pinkwatch. Ich bräuchte einen Freddy dann bei dem 3 gegen 3. Direkt in der Nähe. Weil ich glaube, ich kann nicht wirklich bösen. Können wir hier rein? Ja, ja. Geh du mal. Actually, hier, look mal. Wann ich teleport? Nice. So, können wir hier die Vision taken? Ich denke, wir machen Herald Rush, by the way. Okay, gut, dann komme ich auch. Da könnte aber eine Serie sein, das könnte schon gefallen. Nein, ich hab Terry hier abgerufen. Jetzt ist Space. Bin nicht mega sein, ich werde pushen einfach. Jo. Ich komme und gehe dann reset. Ich hab einen Hullbreaker, keine Minion hier. Ich würde ganz gerne aggressiv spielen, wenn ihr eher Topside seid. Also, sie könnten einen Play auf dich machen, auf uns. Ja, wenn Kali danach Topside einfach hovert, er muss ja nicht Harry hitten als Bomb. Die sind hier. Dann move ich. Ich muss hier bleiben, ja. Ist noch besser. Ich hab Exhaust. Aber ich glaub, die kommen nicht, oder? Ich geh hinter die laufen. Die können noch nicht ändern, ne? Ich ruf dich rüber. Super gut, wenn du hinten hinten. Wir gehen einfach home raus, oder? Leona, komm. Ich soll einfach gehen für Akurin. Ich hab Cam erstmal. Flash Leona, können wir Leona? Ich hab kein Flash, aber wir müssen slow spielen. Lass mich kurz noch Mega werden. Lass uns rennen, lass uns rennen. Sehr slow, Leute. Ist nicht gut. Gut, wir haben die Pete. Wurde die Mitte? Ja, Drake in 50. Was machen wir mit Reset Drake? Dann hat Reset. Wir fighten den Drake, right? Ja, ich glaube auch, dass wir den fighten sollten. Wir hätten einen guten Mega nach Time Harbor und ich will einen guten Flank haben, okay? Also wir können auch Front to Back spielen natürlich. Leona ist die einzige ohne Flash. Das heißt, der Fight ist really simple. Wir sollten auch sogar Front to Back gewinnen, wenn sie keine Ult hat. Easy. Mit Castle Pierre Jinx. Von wo entern wir? Kann ich Bot rauspushen oder soll ich den zu euch? Vision, I guess. Rookie, lass mir den bitte. Bot ist eine Huge Wave. Kann ich die rauspushen oder muss kommen? Ich glaube direkt hier. Wir fighten direkt. Wir brauchen dich, glaube ich. Können wir auf den? Okay. Nee, ich nehme gerade Fast Turret. Alle Leute sind im Busch. Ja. Der ist auch noch Top-Lane, ne? Ich hab gleich Mega in der Timing. Wer ist Harrington, ja? Der hat gerade Rage. Wird der Hardware Mega sein. Ich hab einen guten Timer dafür. Wir müssen ganz kurz warten auf Freddy. Okay, jetzt können wir hier rein. Ich komme. Wir haben actually Position, ne? Leona hat keinen Flash. Wollen wir einfach den Drake rushen? Ja, ich hab guten Flank DP dann. Vorsicht, Brücke. Bot hier. Das ist ein Wort, was da steht, okay? Kann ich? Der Herald ist halt leider wasted. Oder? Ja, I'm trying. Der ist nicht wasted, wir haben Position gekriegt dafür. Ja. Ich hab auch einen guten Flank, und fast mega nah. Ja, yeah, wenn Tolkien Flank passt, sollten wir auf den gehen, ja. Ich bin hinter den. Look. Wenn ihr irgendeinen Gage habt. Sieht sehr gut aus. Leona kein Flash. Look for more, maybe? Ich hab Flash noch? Okay, nee, nevermind, ich werde auch flashen. Ich hab noch Exhaust. Ich werde Recall tippieren, okay? Mein Flash war keine Booster, der selber laufen kann. Okay, warte mein TP ab. Aber wir haben gleich hat Serie wiederholt, das ist nicht mehr so free. Wir können ihn gleich einfach machen, ne? Ich tippe zur Mitte zurück, ja, macht. Die. Kommen sie? Rein? Ja, die kommen noch. I'm moving in, hopps. Nice. Ist noch gut bei dem, falls wir fighten können, links oder rechts? Nein, jetzt fighten. Durch Bot. Okay, raus. Langfristig würde ich ganz gerne Bot gehen. Ja. Ich würde eine Wave, dann gehe ich resetten. Ich resette. Kann ich hier, bitte? Oder geht für Botlane Play? Ja, ich sollte Botlane annehmen. Ich hab actually. Oh, ich glaube, ich muss basen. Ja, ich kann mal den Bot. Bist du fein, Arguin? Kann man Arguin helfen? Okay, ich bin Romitz. Mits. Ich hoffe, dir kommen zwei von den Bots. Ich bin actually gestorben. Eigentlich musst du noch resetten, oder? No way, ich muss mich nicht resetten. Ich will gerne Jace machen. Kannst du allein halten, Brücki? Ich denke ja. Gut. Oh, nice. Nice, that's so huge. Good job. Nice job. Ja, Olaf kommt für mich. Ja, vielleicht bete den. Ja, das ist actually super gut. Das ist super gut für euch. Ich hol seinen Nutz raus. Rice kann move. Der Hex drin, Katharin. Vielleicht kommt Hex, der Ding, oder? Ah. Nice. Hab ihn. Bin aus der Ausgang. Ah, schade. Ja, ich hab nicht mit Rice gerechnet, actually. Ein 5 Bot. Aber es ist immer noch Jinx Rocket hier, Brücke? Ja. Es ist immer noch 2 für 2, technically. Oh, die blockt das. Ah, okay. Boah, hier könnte doch jemand sein, ne? Ich glaube, Vision haben, ne? Ziemlich sicher. Neu. Alter! Oh! What? Fuck! Aber okay, kriegen wir. Anyway, Dennis Simon, wir sollten eigentlich Nova jetzt Toplane senden. Ich will Bottom alleine nehmen. Ich bin so viel stärker als Jace. Also wir machen nicht mehr so viel gegen diese Magic-Sachen hier, ne? Also, wir brauchen da immer AD Carry oder nah dabei. Ja, ich. Also, ich werde auf jeden Fall nicht gut für Front-to-Back-Fights. Das ist for sure.
Ja, wir sind jetzt. Hey, ich werde Toplane gehen, wenn du ruhig gebaut hast, by the way, dann ist Lane ist damit different. Dann gehst du Mitte. Ich nehme mal Vertau eben. Ja. 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 Ja, dann gehe ich Mitte für die eine Wolf. Das sieht sehr, sehr gut aus. Brücki ist extrem stark schon. Argo muss gleich Mitte noch covern. Wir können super leicht um Brücki rumspielen. Front- und Backfights sind nicht mehr spielbar für die. Hat der Jace Flash? Weil sonst können wir. Wollen wir nicht aggressiv finden? Er spielt actually 5 gegen 5 gewinnen wir, oder? Können. Oh, die sind hier, die sind hier. Wir müssen sehr aber auf Ciri gut achten. Also wir können 5v5 gewinnen, aber Ciri ist der X-Faktor. Die haben jetzt übel Prio, ne? Wir müssen über mega respektieren. Ich ja, muss eben Base. Kani sollte. Oh, okay. Nee, ich kann nicht durch den River laufen. Durch den Jungle. Ja. Ich pushe eine Top-Bife und dann kann ich Reset in der Mitte kommen, aber nicht vorher. Ja, also Lance ist jetzt ein bisschen fucked. Wir kriegen jetzt halt Bot. Ich ziehe jetzt wieder mit. Nimm den, ich geh Bot. Aber der Turret wird fallen, ich kann da nicht entern auch. Ja, ich geh Bot. Die sind alle bei uns unten drin. Aber also, wir hätten halt einfach nicht. Aber du bist Bot? Vielleicht können wir hier für Mitte spielen, Leute. Du bist Bot. Vielleicht können wir direkt für Mitte spielen. Das ist keiner Blows. Und der Nash ist crazy gut. Ich bin so viel stärker als Jace. Es ist crazy auf Sidelane. Ist legit unplayable für ihn, by the way, wenn ihr mir Zeit gibt. Ach, schade. Nice try. Close. Ja. Passt auf, dass die nicht kollapsen auf euch. Die könnten hinter euch sein, ne? Pass auf. Siri ist sehr, sehr low. Was geht um vor? Ich warte hier kurz, ganz kurz. Hab ich. Wollen wir nicht was forcen, während die Siri low ist? Die muss Base locken. Wir haben gerade kein TP für 50, okay? Olaf ist hinter euch. Olaf von der Seite. Rice könnte von oben. Aber hinten hier nicht mit Tau? Hinten hier nicht mit Tau? Ich push die Wave, dann rotiere ich zu euch. Siri ist legit. Wir wissen zu wenig, oder? Nee, wir wissen nicht zu wenig. Wir haben Full Vision. Ich move? Unten. Ich nehme gerade Grump einfach. Jo. Ich muss defensiv move, glaube ich. Nicht ganz okay. Okay, Rice. 20 Sekunden wieder ult. Ich hab 30 TP, dann hab ich auch wieder ult. Wollen wir für den Turm spielen jetzt gerade mit der Rotation? Würde ich schon, oder? Ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube auch. 15 Sekunden für ult, also wir dürfen aber den Fight nicht aggressiv nehmen. Ihr seid fein, ne? Danke, ich will hoch. Ja. Nice. Ich hab jetzt eine Candlewave auf Bordin, auf der ich pressuren kann mit Heilbreaker. Ich hab das ist risky, Olaf. Wenn du resetten willst, ist das fein. Okay. Ich würde auch resetten wollen. Genau, das eine Minute Drag. Ich spiel's schon seit top, ja, du kannst. Wir sehen alle, ich kann pressuren. Vielleicht den Typen diven, hat Jace geflasht? Bin ich gerade. Ich Rise Jace hat bei mir nicht geflasht. Und die haben Prior Mitte, ne? Also, ja, ich brauche schon eine Wave. Ist alles gut. Ich kann resetten für Drake und ich habe Negana wieder für Drake. Gibst du die Grump, Freddy? Dann wenn nicht. Die nicht hier drin sind. So, wir müssen Nova runter rotieren für Drake. 50 Sekunden auf jeden Fall. Bist du hoch? Ich bin noch kurz von einem. Nee, ich will nicht hochgehen. Also ich kann, aber ist nicht gut. Boah, wir probieren. Also wir könnten Nash traden. Ne? Unser Nash ist ziemlich gut. Ach, warum bin ich aber vor. Aber ich glaube, das müssen wir nicht. Ja, glaube ich auch. Ich kann darüber nachdenken, aber müssen wir nicht. Ja. Kurz zusammen ein Update, haben die alles? Haben sie, ist alles ab, ja. Okay, Nova, sollte euch bitte gehen, ich will alleine vom Bot-Side aus sein. Ihr seid viel mit Lane fein, no? Sicher, dass du alleine bist? Ich könnte mitkommen. Das ist super OP als Heilbreaker. Du kannst auch kommen, aber. Ne, muss nicht, ich kann auch Mitte sein. Ich glaube, wir brauchen Mitte. Wir haben jetzt Mid-Priority, Leute, wir können entern. Du musst halt entern und Vision aufbauen. Dass die Rice Ult mit dir, also auf dir sein könnte, mit Leona. Ja, ich bin komplett fein. Okay. Jace ist hier gerade auf dem Bot. Wir könnten durchrennen. Für Bot. Durchrennen, go. Fight. Super gut. Ich tipp hier rein. Go Leona. Front to back. Super gut. Doch. Mit Leona, wenn ihr könnt. Das Serie auf uns. Dragnash. Hast du, okay. Oh, ich bin so eine geile Sau, ey. Nice, Mann. Gut gemacht. Good job. Oh, das war so eine huge 3-Mann-Ult hier. Und wenn ich dann noch den Boss gefunden hätte, Die werden Jace TP haben. Ich habe aber Smile, das sollte passen. Ne, der wird nicht rechtzeitig abgehen. Ich habe noch Double Pink. Hier ist ein. Ja, fuck it. Direkt Nash. Okay. Ich bin aus Smurf-Fight, Freddy. Schon ein bisschen. Den habe ich gebraucht. Ja. Schönes Ding, Leute. Zwei Drakes, ey, das sieht gut aus. Wir können die Fights genauso spielen. Das war ein huge Call auch von Argoid. Gut, Leute. Ich bin 2 Sekunden. Das TP unten, ja. Ich will ihn, glaube ich, einfach matchen gehen wieder. Attack vielleicht? Du matchst. Ja. Ich match Jace. Nice, 50 HP weg. Hat sich auch nicht gebracht, ja. Matt Jace ist unplayable für ihn gegen mich. Ich bin auch 2 Level im Vorteil. Das ist so hart für ihn. Fokus die Serie einfach das ganze Game, der Probleme. Die Serie hat gerade rausgeflasht. Ja. Okay, also Olaf auch geflasht. Leona hat auch geflasht. Leona, Ciri, Ryze. Ryze am Ende geflasht, ne? Ja, Ryze am Ende geflasht. Was ist unser Lane? Wollen wir 1-3-1 spielen? Nee, oder wollt ihr? Midbot, 2 Lanes noch. 2 Lanes.
Wir wollen direkt Pressure, ne? Ich kann jetzt den bekommen. Olaf ist im Busch hier. Leona auch. Unten. Zwei, und die, Weißholz. Die gehen rein. Ich kann vielleicht oben rum raus, aber... Deffen wir? Rennen wir einfach Mitte runter, no? Mitte runter, oder? Ja, ja. Ich bin auch für Mitte. Halbbreaker, ich bin einfach so tanky. Ich komm zu euch. Ich kann nochmal zwören. Nein, wir überlebt einfach. Interrupted V-Cords, Wir haben noch Jinx Souls und Jinx W, okay? Können wir pushen? Siehst du Top? Aber ich glaube, wir sollten einfach nicht. Wir sollten einfach Mitte gehen. Top wäre auch noch eine fette Wave. Wir nehmen noch einen Turret einfach hier. Ich hab Triforce, ich pushe so schnell. Ich hab Leona abgebrochen, Ciri ist auch noch hier. Und wir sehen Olaf. Wollen wir oben rotieren über Red Buff für Teufel? Maximal Solana bei euch. Ihr könnt auch Mitte gehen, ihr könnt hier weiter pushen. Also wir sollten zu denen gehen, Brücken. Top Tom ist auch richtig nice. Wir können Vorsicht, ja, ich sammle den ein. Dankeschön. Leona lebt. Leona walkt. Leona kann Ult. Leona kann Ult. Leona Rice kann Ult. Ich hab keinen Mega mehr. Ich hab einen Stein geworfen. Vorsicht, diese Fusion. Ich bin da. Ich warte sie. Slow sie. Ja, sehr gut. Da oben der Jace. Jace Rice. 2 Sekunden auf Q. Go mit, maybe mit. Ich weiß nicht, ob wir. Na, ich glaube nicht, dass wir werden können. Ich pressure Top 12. Innen nehme ich, ja. Kann ich. Nicht sehen. Ich geh über die Robotseite raus, guck nach Camps. Aber warte, Burg ist nicht gerade bei euch, okay? Wir müssen den auch nicht nehmen, wir können Top-Tower nehmen. Okay. Ich glaube schon, dass wir den nehmen sollen. Ja, ich glaube, wir sollen beide. Ja, nee, wir können nicht zu dritt. Unsere Zweck ist okay, ich bin sehr chunked. Ich würde auch mit Top gehen. Denk dran, Drake 229. Das ist. Die gehen Top-Lane, die kommen alle Top. Ja, wieder der Morning. Sind da in Fight. Ich geh für Mitte hinten. Ah, ne, mach's nicht. Jace hat doch vielleicht die Pick, geh raus. It's my bad. It's my bad, it's okay. Alles gut, happens. See, that wasn't so bad. That wasn't too bad. Ich würde jetzt für Botlane Tier 2 spielen und danach Dragon, oder? Ich will die Topside, die in Blue haben. Okay. Ich bin fast Level 16, ich bin Turbo P, ich geh Botlane, though. Ah, gehst du also Bot? Ich kann den Turm easy alleine auch nehmen mit Nash nach wie vor. Okay, gut. Mit Heartbreaker, Nash ist gleich raus. Ich bräuchte jemanden, der mir vielleicht hilft, hier dann schon gleich mal ein bisschen Vision holen. Might be... Ja, die gehen auf Arguin. Können wir nichts machen. Können wir? Ah, maybe kann er es turnen, ich bin auch gleich da. Und hier war TP von Jace, okay, ich helfe dir nicht. Jace hinter Botlane. Jace ist slow, du meinst Rice. Oh ja, nevermind, der andere TP. 1,5 Minuten Dragon, aber jetzt noch, Arguin ist in Time wieder da. Ich würde gucken, wenn die hier irgendwo irgendjemand dumm flasht. Guckt auf Jace. Okay, dann Botlane. Ja, ich werde nicht dafür gehen. Ich nehme alles, ne? Oder brauchst du die Rumtun? Ich brauch dich zu. Ist immer noch, kein Problem. Darf er den Drake jetzt sperren? Na, erst für Bot-Turret, dann für Drake. In die Mitte pressure meine Seite, Horvath. Die haben hier keine Vision im Jungle, ich habe gerade 2 Wards rausgeklärt. Hier war safe im Ward, da ist jemand drauf TP'd. Da muss ein Ward sein. Okay, Jace ist hier. Eine Minute Dragon. Mir, ich bin fein. Vorsicht, Tolkien. Hier ist ein Controller. Die retaken jetzt den Jungle hier. Die haben keinen Leonold. Ich bin komplett fein, die können nicht. Weil Rice hat auf mich, guck auf mich. Luna auch hier. Bist du tot? Ich kann rein. Ja, ich bin tot, sind viele Leute. Ja, Agurin ist noch in Base. Na, ich unterschätze einfach Rice, das meint das. Wir gleich gegen 4 noch? Ja, oder? Ich glaube, wir sind stehen. Ich hab die P 10 Sekunden später. Ach, fucking Rice hat mein. Oder wir geben den Dragon und chasen die langsam zu Tode. Nein, ihr fightet den und ich TP rein. Und dann, wenn ihr es davor halbwegs langsam gespielt habt. I'm actually in insane vision hier hinten. Ich glaube, die potten da schon. Ich glaube auch. Hat die Leona geultet? Nein, hat sie nicht. Sie hat uns geultet. Sie hat jetzt wieder. Jetzt hat sie wieder, ja. Ich finde das ein bisschen riskant. Aber wir haben actually das Pink Ward da hinten, ist doch ein gutes TP Ward, ne? Ja, wir haben gute Wards. Mitte und wir halten die ab oder so? Ja, das ist auch gut, je nachdem wie lange der Fight geht. Drake ist aber schon 10, also mein TP ist noch nicht ab. Ich habe keine Wards mehr. Wir haben 10 Sekunden TP. Wenn ihr ein bisschen mit den tanzt, ich habe TP in 8. Aber hast du? Ja, wir haben noch TP Wards, ne? Die engagen. Ja, langsam. Ich geh wieder hinter dir. Ich tippe hinter dir, Nein, wir nehmen den Fight. Ich hab Knockup, Knockup J, hier. Ich geh rein. Ich bin noch Olaf. Olaf. Hier, Rice. Ja, der hat kein Flash. Oh, wait, ich bin das da hinten. Lol. Nice. Das Game? Nee, oder? Ja, might be game, ja. Ich push Spotline oder so. Ich hab noch Exhaust. Ich glaub, das Game, oder? Ja, sollte Game sein. Wenn wir die Wave defenden können, wird keiner hinlaufen. Es sind nur 2 Champions, ich hab noch keinen Flash da. Darf nicht von JC cool getroffen werden. Pass auf, lass die auslaufen. Lass auslaufen. Ich hab so Bock auf die aufzujumpen gerade. Guck mal ein bisschen auf Ciri, ich hab gleich Randuins. Ich hab noch Exhaust. Look. Ich hab einen Bot in it, falls ihr nicht kennt. Nein, wir können safe fighten.
Kelowna, Kelowna. Oh Mann, ist wieder noch gestorben. Fucking hell. Wir sind nicht, ich hab demonisch. Ein Turret. Ein Turret und Bot Tier 3 und dann raus. Okay, Ryze ist gleich. Achtet auf JC, Ryze hat kein TP. Wir müssen ein bisschen aufpassen, Leute. Nash ist auch 3 Drakes, wir haben Soulpoint und Nash kommt. Also nicht sterben, nicht overextenden, guys. Reset Nash. Er hat kein Flash, Olaf, sollte fein sein. Ryze ult, wir müssen es fighten, guck hier. Ich kann Double Jump. Ich kann kommen, ist nicht schlecht. Fast mega nah. Look. Schöne Ult. Sehr schön, Jungs. Go Nash now. Nice. Wir können enden. True. Okay. No, not a single crit was given that day. Nice. Ich hab leider einmal Ryze unterschätzt, aber... Tick von euch. Ein gutes Game. Oh. Nice, mal gegen Frankfurt, Leute. Den zweitbesten der Liga bis jetzt, ne? Ne, das sind die allerbesten. Nee, nein. Können wir noch Ben? Ich denke so, wenn Brücke jetzt. Lass ihn jumpen, das ist tot, nice. Mit kein Flash, gut shit, guys. Nice. Sehr nice. Cool. Schöne. Ja, ich muss sofort losrennen, also danke euch fürs Game. Und war geil. Viel Spaß im Interview. Danke, ciao. Ciao. Tschüss. Warte, Banger, tschüss. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder mit NNO. Ein grandioser Sieg gegen die Eintracht. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Wir sehen uns mittwochs. Dann auf den jeweiligen Streams. Bis dahin. Tschüss. Das ist schön eingefädelt, doch, Brück. Sehr